kaputt, wenn jemand die Küste dann nicht zahlt. Der ist ja wahrscheinlich gerade auf Autobahn. Ich lasse ja erstmal auf Auto. Den Akku wechsle ich glaube ich schon mal. Ich habe noch mal alles an. Die Außenhülle ist zu groß bei dem. Der Decker geht nicht richtig nach vorne, weil der Tank ist jetzt. Der E-Tab oben für die Hinterkopf. Ja, der E-Tab hier, der das Spiralkabel geht von der Hinterkopf aus. Der passt mir nicht.
So, hallo und herzlich willkommen zum Vorbereitungsauftakt zur Saison 21/22. Wir müssen es leider für wahrnehmen, zur Zweitligasaison. Aber wenn man sich hier im Stadion umschaut, während die Mannschaft da hinten an den Trainingsplätzen vorbei langsam auf den Platz hier im Parkstadion, wo das Eröffnungstraining in dieser Saison stattfindet, sich zubewegt. Wenn man sich hier im Stadion umschaut, dann sieht man schon, es sind einige hundert Fans gekommen. 500 durften wir insgesamt reinlassen aufgrund der Corona-Verordnungen. Es sind sicherlich aktuell 250, 300 Fans, die mit mir zusammen in der Sonne schwitzen, 33 Grad im Schatten. Hier oben, für diejenigen, die sich noch an die Zeiten im Parkstadion erinnern, ist es sicherlich deutlich wärmer und unten auf dem Platz auch. Also ich denke mal Temperaturen um die 40 Grad. Ich hoffe, die meisten haben zu Hause an ihre Sonnencreme gedacht. Da kommt sie, die Mannschaft. Allen voran unter anderem unsere beiden Torhüter Michi Langer und Ralf Fährmann. Vorne auch Timo Becker und, wenn ich es recht erkenne, Nassim Bujelab. Hinter Ralf Fährmann, das müsste, wenn ich das, ich habe einen ziemlich kleinen Monitor, richtig erkenne, könnte Simon Terodde sein, einer unserer Neuzugänge. Daneben auf jeden Fall mit dem Bart, hinter Michi Langer, das ist Danny Latzer. Eleganter Sprung über die Bande. Nassim hat sich dann doch lieber für den eingesprungenen Rittberger entschieden, übers Stackett. Applaus hier von den Rängen für die Spieler. Benito Rahman sehen wir da in der Mitte am Ball. Rechts, das ist Salif Sané. Einige Spieler, die aktuell bei uns unter Vertrag stehen, fehlen heute allerdings noch. So zum Beispiel Matthew Hoppy, der US-Amerikaner, bereitet sich noch gerade mit der Nationalmannschaft auf den Gold Cup vor, sowas wie die Europameisterschaft für den amerikanischen Kontinent. Omar Mascarell ist heute nicht mit dabei, er laboriert an einer Mittelohrentzündung. Ozan Kabak ist natürlich auch nicht da, der ist ja mit seiner Nationalmannschaft, mit der Türkei zurzeit in der Europameisterschaft beschäftigt. Auch gegenseitiger Respekt direkt zu Beginn des Trainings. Auch für die Spieler sicherlich wieder was ganz Besonderes. Auch für sie ist es ja seit Ewigkeiten das erste Mal, dass sie wieder vor Fans trainieren können. Aber das hat ja Ruven Schröder auch mehrfach betont. Das ist wichtig, dass dieser Kontakt zwischen Mannschaft und Fans schnell wiederhergestellt wird. Denn bei allem, da sind wir uns alle klar, eine erfolgreiche Zweitligasaison können wir nur spielen, wenn alle, und damit meine ich nicht nur die Spieler, die da gerade unten in Kreisen sich warm laufen, sondern auch alle, die diesen Verein mögen und lieb haben und für die es mehr ist als nur 90 Minuten am Wochenende, wenn wir alle an einem Strang ziehen und gemeinsam versuchen, das Beste aus dieser ersten Zweitligasaison seit 1987/88 zu machen. Da ist Ahmed Kutucu, der nach seiner Leihe wieder zurück ist. Mit ihm zusammen, das ist Levo Mercan. Ich
Ich war gerade dabei, euch zu sagen, wer nicht mit dabei ist. Ozan Kabak, wie gesagt, mit der Türkei ja zurzeit, wenn auch wenig erfolgreich, bei der Europameisterschaft. Rabi Matondo hat noch ein paar Tage frei. Der war im vorläufigen Aufgebot von Wales. Hat es dann zwar nicht endgültig in den Kader geschafft, aber war bis kurz vor der Europameisterschaft mit dabei und ist deswegen nun auch noch etwas freigestellt. Freigestellt ist auch Marc Uth bis zum Ende dieser Woche. Er soll sich um seine Angelegenheiten kümmern. Ich denke, wir wissen alle, was das bedeutet. Mehmet Can Aydin fehlt zurzeit noch. Der laboriert noch an einer Fußverletzung, ist noch nicht wieder richtig fit. Und auch Amina Reed ist heute nicht mit dabei. Er hat muskuläre Probleme. Da vorne weg ist ebenfalls ein neuer, denn wir haben ja nicht nur, während Mike Büskens hier im Vordergrund durchs Bild läuft, denn wir haben ja nicht nur auf den Trainer, auf den Spielerpositionen einige Neuzugänge, sondern auch bei den Trainern. Vorneweg läuft, ich glaube, das müsste Jörn Menger sein oder Alex Storck, verzeiht mir. Ich habe die beiden noch nicht persönlich kennengelernt und ich stehe rund 50, 60 Meter derzeit entfernt. Das sind jedenfalls unsere beiden neuen Athletiktrainer. Jörn Menger als Leiter Athletik, der Diplom-Sportwissenschaftler, kam vom VfL Bochum, hat also schon mal eine Mannschaft fit gemacht für den Aufstieg. Und Alex Storck, das ist der zweite Athletiktrainer. 32 Jahre alt und kam von, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, Dunajska Streda. Aha. So, wer von euch jetzt den Finger hebt und sagt, kenne ich, Hut ab, ich musste googeln, ist ein Verein aus der Slowakei. Dort war sein Vater, Bernd Storck, den könnte man kennen, Trainer. Und unter ihm war er Athletiktrainer dort. Bernd Storck, unter anderem Trainer der Nationalmannschaft von Ungarn und Kasachstan, hat auch ein paar Co-Trainerstellen in der Bundesliga inne gehabt. Unter anderem bei einem Verein, den ich jetzt hier nicht erwähnen werde. Das ist eine klassische Übung unter Dimitrios Gramotsis, aber auch nicht nur unter ihm. Zum Reinkommen nach nun gut 3 Wochen Pause erstmal ein bisschen wieder das Ballgefühl zurückbekommen. Präzision in den Pässen. Meistens wird dann in den nächsten Runden das Tempo ein wenig angezogen, sodass so nach und nach nicht nur das Ballgefühl, sondern auch die Ballkontrolle wieder in die Füße der Spieler zurückkehrt. Sven Piepenbrock, den kennt ihr aus der vergangenen Saison, Co-Trainer von Dimitrios Gramotsis,
schon die ganze Zeit, seit Demi auch in Darmstadt trainiert hat. Kommt auch hier ganz aus der Ecke, ist in Oberhausen geboren. Da ist Salif Sané. Hamza Mendil ist auch mit dabei. Der hat eine blonde Haarfarbe gefunden. Ja, die Fans, die sind zurück. Wir sind natürlich gespannt, inwieweit sich das auch in der Liga fortsetzen kann, inwieweit wir die Tore wieder aufmachen dürfen, wenn die zweite Liga denn losgeht am 23. Juli, beziehungsweise wenn wir auswärts spielen zunächst, dann natürlich eine Woche später. Die Inzidenzen hier in Gelsenkirchen im Moment auch auf dem richtigen Weg, nämlich in den Keller. Und von daher hoffen wir natürlich alle und sind verhalten optimistisch, dass man womöglich zum Saisonauftakt mit ein paar Fans im Stadion spielen kann. Das übrigens der jetzt mit dem Rücken zu uns stand, das war Viktor Pálsson. Ebenfalls ein Neuzugang, kam von Darmstadt 98. Übrigens erwarten wir hier noch im Laufe dieser Live-Übertragung den ein oder anderen Gesprächspartner. Hier der Kreis mit Danny Latza, der jetzt ins Bild gelaufen kommt. Jean Bostoan, Malik Shaw mit dabei. Hier vorne im Bild, das ist Viktor Pálsson, wenn ich es auf dem Monitor richtig erkenne. Alles etwas schwierig, obwohl es könnte auch. Jan Aydin gewesen sein. Man sagte eigentlich zunächst, dass er heute nicht mit dabei ist. Aber womöglich geht es ihm dann doch schon besser.
so oder so viele neue Gesichter, an die wir uns in dieser Saison gewöhnen müssen. Aber mein erster Eindruck, zum Teil durfte ich ja dabei sein, als wir die Spieler verpflichtet haben, auch vorgestern und gestern bei den Fitnesstests waren wir ja mit dabei. Also die neuen Spieler, die zu uns gekommen sind, machen einen durchaus sympathischen und netten Eindruck. Und mit allen, wenn man kurz mit ihnen gesprochen hat, alle scheinen auch von dieser neuen Aufgabe oder für diese neue Aufgabe zu brennen. So, und ich habe es angekündigt, wir haben einen Gesprächspartner, neben mir der Direktor Sport, Rufen Schröder. Rufen, wie froh bist du, dass es jetzt endlich losgeht auf dem Rasen? Jetzt bist du noch ein bisschen aus der Puste, weil er gerade hier die Treppen im Parkstadion hochgelaufen ist. Und wer das jemals gemacht hat, der weiß, da kann man noch so fit sein. Ja, aber ich muss ein bisschen mehr machen, muss ich sagen. Echt? Das fällt mir jetzt wieder auf. Wo du mir die erste Frage gestellt hast, habe ich gedacht, Mensch, ausatmen, einatmen. Ja, erstmal Glück auf, ja. Traditionelle Tribüne und so der erste Eindruck ist natürlich gigantisch. Schöner Rasen. Hatten gerade auch die Zusammenkunft nochmal ein paar Dinge erstmal angesprochen, begrüßt. Immer schwer, wenn man selber neu ist und dann begrüßt man jemanden. Das ist ja dann immer ja auch was Komisches, aber wie gesagt, ein stolzer Moment für uns alle, glaube ich, auch die in der Kabine sitzen. Das habe ich auch nochmal betont, was es eigentlich heißt, ne? Dass man hier ein Teil des Ganzen ist. Und dass viele, viele gerne, glaube ich, in der Situation wären, für Schalke zu spielen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Alle zu ermuntert, einfach dazu beizutragen, einfach zu einer geilen Saison. Und ich glaube, das hast du in den Gesichtern schon gesehen. Egal, wie die Ausrichtung ist bei jedem Einzelnen, der möchte anpacken. Und am besten. Durfte da den einen oder anderen Neuen schon kennenlernen. Du hattest bei jedem das Gefühl, die brennen für die Aufgabe. Absolut. Also die Gespräche, das ist natürlich so. Was zu tun. Wir müssen viele neue Namen und Nummern auf die Trikots drucken. Trotzdem, inwieweit bist du zufrieden mit dem, was bislang geschafft worden ist bis zum heutigen Tag, bis es dann auf dem Platz losgeht? Ja, ich glaube, es geht immer besser. Das ist ja klar. Ich glaube, wenn einer sagt, es hat alles super gepasst, ich glaube, das würde ja heißen, man hat keine Ziele mehr und man hat keine Themen mehr, die man zu beackern hat. Haben sich nur eine Heiden Arbeit vor der Brust. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich auf dem Weg auch groß fühlen, dass wir mit den Jungs, die hier zugekommen sind, uns absolut bereichert fühlen. Die Gespräche waren so intensiv und auch so klar. Und das fühlt sich gut an. Also, jetzt geht es aber da nicht zu stoppen, sondern weiterhin am Kader dann auch zu feilen. Das ist glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass wir da nie aufhören, sich Gedanken zu machen. Und aber eins ist ja auch klar, wir können nicht so, wie wir wollen. Das ist ja jetzt kein Wunschkonzert, dass wir sagen, so, wir sind Schalke und wir nehmen alles auseinander und auf dem Transfermarkt haben wir unendlich Möglichkeiten. Nee, da brauchen wir Kreativität. Und das ist auch eine gewisse Ruhe und Geduld, die ich eigentlich nicht so habe. Also deswegen, es geht weiter und jedes Jahr auf einmal, es geht immer noch besser und so weiter. Wir haben es gerade schon gesehen in den Bildern, es sind auch viele Fans heute hier. War es für euch eine Frage, ob man Fans überhaupt zu diesem Trainingsauftakt, weil das bedeutet ja auch jede Menge Organisation, um diese ganzen Hygienekonzepte etc. pp. Umzusetzen,
die Fans überhaupt zuzulassen? Keine Frage. Wir haben immer gesagt, wenn das möglich ist, dann machen wir das sofort, weil ich glaube, wir sind auch so ein bisschen in der Bringschuld, ne? Da einfach jetzt was zurückzugeben und einfach auch die Nähe wieder zu haben. Und ich glaube, keiner fehlt mehr als die Fans. Ich glaube, das ist immer ein Faustpfand gewesen von Schalke 04 als Heimmannschaft, aber auch für mich jetzt als Auswärtsmannschaft, die mit ganz, ganz großem Respekt immer in die Arena gefahren ist. Und einfach auch schon echt teilweise Bammel hatte, wenn das Stadion abgeht. Und die Fans sind das Wichtigste, ist das Herzstück des Vereins. Und wenn man die zurückführen kann, dann ist das wie bei uns. Ne? Wenn unsere Pumpe nicht mehr schlecht, dann haben wir auch ein Problem. Das ist doof. Hoffen wir mal, dass das noch möglichst lange läuft. Wir hatten gerade schon gesehen, hier unten auch im Bild, in dem Rondo, der jetzt gerade am Ball gewesen ist, Danny Latzer. Das war ja die erste Verpflichtung, die wir fix gemacht haben. Danny, Gelsenkirchener, geboren hier in Arminia Ückendorf, also am anderen Ende der Stadt, hat er das erste Mal seine Fußballschuhe geschnürt. Wie wichtig ist es, dass Danny sich dazu entschieden hat, immerhin als Kapitän von Mainz, die hätten ihn wahrscheinlich noch weiter dort gern behalten, dazu entschieden hat, ich gehe A, zurück in meine Heimat und B, auch noch eine Liga runter. Genau das richtige Zeichen. Ich glaube, es geht dann auch hier bei Schalke, und das war aber auch bei allen, bei Danny auf jeden Fall auch, das kriegt man in den Gesprächen ja auch mit, ist Schalke einfach auch da eine Herzensangelegenheit. Er hat Schalke gelebt, er ist hier in der Nähe geboren oder ist geboren. Und das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Identifikationsfigur auch für diesen Neustart. Wir wollen den Neustart, wir wollen eine neue Situation irgendwo auch prägen. Und da ist es ja klar, dass wir solche Identifikationsfiguren auch da nicht nur erzählen, sondern er ist es ja quasi. Und war genauso bei den anderen Neuzugängen, genauso, wenn der Name Schalke gefallen ist, war es ganz klar, sie wollen für uns spielen, für unsere Farben. Aber Danny ist natürlich eine absolute Bereicherung und einfach auch mit seiner Art als Teamplayer, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, ist also einer, der die Gruppe immer im Blick auch hat, dass sie funktioniert, und das ist ein ganz wichtiger Baustein. Sicherlich auch ein ganz, ganz wichtiger Transfer für uns, Simon Terodde, kommt aus Bocholt, hat so vorhin, vorgestern so ein bisschen durchblicken lassen, dass ihm der FC Schalke 04 auch sehr am Herzen gelegen hat in seiner Jugend. Kein Wunder, in der Region haben wir relativ viele Fans. Der ist Dritter der ewigen Torschützen-Tabelle in der zweiten Liga. Ihm fehlen zu Karl-Heinz Mödrath. Jetzt du aus dem Stand gewusst, wer es ist? Ja, na klar. Okay, ich auch. Aber ich habe es mir trotzdem nochmal mich versichert und nachgegoogelt. 151 Tore hat er für Aachen und Fortuna Köln in den 70er Jahren gemacht. Da waren wir beide noch nicht geboren. Nee. Oder zumindest noch so klein, dass wir es nicht mitbekommen haben. Zudem fehlen ihm insgesamt 9 Tore. Ich denke, das ist ein Ziel. Das ist ein Ziel, lohnendes Ziel. Und darüber hinaus auch, ich sag mal, den Rekord auch auszubauen. Ich glaube, wer den Simon kennt, über all die Zeit, wirklich ist ein ganz, ganz wichtig, ein toller Charakter. Er hat immer für die Sache gestanden, hat eigentlich auch immer, muss man sagen, performt, ne? Ohne den Druck jetzt zu groß zu machen. Der Simon, der braucht eigentlich keinem mehr was zu beweisen, weil er einfach über Jahre so performt hat. Und auch ein ganz wichtiger Baustein für uns, natürlich, wenn einer, der die Bude trifft und einfach für uns die Wahrscheinlichkeit erhöht, Spiele zu gewinnen, ist es ja ein ganz, ganz wichtiger Neuzugang. Aber mit dem Gesamtpaket, und ich glaube, für ihn, da ist er, glaube ich, auch schon so weit, dass er da diese Statistik auch kennt. Und ich freue mich einfach drauf, wenn dieses 10. Tor geschossen wird. Der Lever hat, glaube ich, was auf dem Shirt gehabt, wie gesagt, aber da sind wir noch nicht. Aber trotzdem Wahrscheinlichkeit hoffentlich hoch, dass der Simon diesen Rekord bricht. Also der Rekord liegt bei 154 Tore. Der nächste, also er ist Dritter, Zweiter ist Karl-Heinz Mödrath mit 151 Toren. Und Dieter Schatzschneider. 154, aber das schafft er auch. Ich glaube, ja, das schafft er. Und der Dieter, glaube ich, läuft auch nicht mehr auf. Also von daher gehen wir mal von aus, dass... Zumindest nicht mehr in der zweiten Fußball-Bundesliga. Vielleicht noch irgendwo in der Traditionself, aber ganz genau. Für Hannover 96 vielleicht oder so. Ja. Anderer Zugang, Thomas Ovejan, Niederländer. Haben wir ja im Verein gute Erfahrungen mit. Hatten gerade so in den Ende der 90er, Anfang der 2000er viele aus den Benelux-Staaten. Was macht Thomas im Speziellen und auch die Spieler aus den Niederlanden so interessant für uns? Also ganz klar ist auch da wieder, wie nimmt ein Spieler eigentlich diesen Verein auf? Und es ist ja oftmals dann so, dass du im Ausland auch dann vielleicht auch Spieler hast, die sich mit der Materie beschäftigen sowieso. Aber da brauchst du über Schalke nicht viel erzählen. Gerade aufgrund der Tradition der Niederländer ist dieser Verein so hoch gerankt, der Erfolg auch der letzten Jahre. Aber auch die Nähe natürlich auch des Landes, aber auch weil Schalke einfach ein ganz, ganz bedeutender Name ist und so viele tolle Fußballer hier aus Holland gespielt haben. Und der Thomas ist einfach einer, der Fußball arbeitet, der die ganze Linie beackert, der wirklich für Arbeit steht. Er ist auch einer, der wirklich auch durch seine Aktion, aber auch durch seinen guten Fuß, gute Standards einfach auch beeindruckt. Und bei ihm war es halt auch so deutlich zu spüren, dass er einfach diesen Schritt machen will. Ich meine, er war Kapitän in Alkmaar, ist schon auch ein Top-Verein in Holland
jetzt bei Udinese gewesen auch, die wollten ihn auch behalten, aber er sagt halt, nee, wenn sowas dann kommt, dann stelle ich eigentlich alles dem Ganzen unter. Und das sind genau die Jungs, die wir brauchen. Und wie gesagt, er transportiert das dann auch wieder und auch wieder dann erzählt, wie er sich jetzt schon freut, dass seine Familie dann zum Spiel kommen wird. Ja, das zeigt ja einfach. Und wenn man sieht auch noch, ich glaube, er hat die meisten Personen mit bei der Unterschrift, unter Corona-Bedingungen natürlich, ganz wichtig. Alle mit Abstand. Ja, alle mit Abstand, aber da waren aber, mein lieber Scholli, da war ein halber Bus voll und das zeigt einfach, wie begeistert auch die Familie ist über diesen Transfer. 24, damit auch noch relativ jung, auf der linken Seite zu Hause und hat ja bei Udine Calcio, war ja jetzt da nicht irgendwie Ergänzungsspieler, sondern hat immerhin 15 Mal auf dem Platz gestanden und zwei vorbereitet. Ne? Genau, das war so ein bisschen auch dem System so ein bisschen geschuldet. Ich glaube, da war es halt so und deswegen 15 Spiele, die wollten ihn ja auch behalten. Hat aber dann auch eine Situation, dass der Thomas sich da frei entscheiden konnte, zu sagen, okay, ich möchte gerne einen neuen Weg auch gehen und hat ihn auch bewusst zu uns gewählt. Außerdem, wer braucht schon Italien, wenn er Gelsenkirchen haben kann? Ja, also das unterstreichen wir mal ganz. Hat sich vielleicht auch Viktor Pálsson gedacht, Darmstadt 98, ein Spieler, den der Trainer ganz schön gut kennt, weil sie doch schon so lange zusammen bei Darmstadt gespielt haben, aber auch ein Mentalitätsbiest. Total. Der Viktor hat sich richtig reingebissen in die Liga auch, muss man ganz klar sagen. Er ist ein isländischer Nationalspieler, hat sich wirklich nach und nach wirklich auch in der deutschen Liga dann einfach gezeigt. Und Viktor ist eins, er steht einfach für Robustheit, für Teamgeist, verbindet einfach die Mannschaftsteile miteinander, ist halt ein großgewachsener Spieler, der einfach auch da klipp und klar auch beeindruckt durch sein Äußeres und einfach zeigt dem Team, ich bin für euch da. Ne, dieses Skandinavische auch, dieses etwas lockere, aber locker Selbstbewusste, das uns richtig, richtig gut tut. Aber der weiß ganz klar, was die Liga bedeutet und dass es kein Spaziergang ist und dass, wenn wir wissen, gegen wen wir spielen, dass er auch sagen kann, so Freunde, das geht in die Richtung und jetzt wird richtig geklopft. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass wir da erfahrene Spieler haben, die wissen, was es bedeutet, für Schalke erstmal zu spielen, weil der Druck, der ist da, definitiv der Erwartung. Auf der anderen Seite auch, gegen wen spielen wir und was bedeutet das auch auf dem Platz. Und von daher, der Viktor, der steht für Einsatz und Wille. Und dadurch, dass er schon relativ viele Vereine in unterschiedlichen Ländern vorher gehabt hat, merkt man auch, er kann sich anpassen und sich auf Menschen und Länder und Vereine und Typen. Ich denke, so ein durchschnittlicher Darmstädter ist vielleicht ein bisschen anders als der typische Gelsenkirchner, sich darauf einzulassen. Nein, diese Weltoffenheit, das meine ich halt. Ne? Das Unverschämte ist ja noch, dass die Skandinavier können ja unheimlich viel Sprachen. Ne? Das haben sie uns ja irgendwie so ein bisschen, uns beiden auf jeden Fall schon mal voraus. Ne? Also wir beiden sind froh, wenn wir die eine können. Ja, ja, eben. Also und da ist und das möglichst ohne viel zu nuscheln und mit der richtigen Tempi. Ja, das können wir beiden nicht richtig versprechen. Egal. Egal. Auf jeden Fall ist es klar, dass der Viktor kann sich, das ist auch wichtig, Integration, ne? Auch für die Spieler, die da sind, dass man auch mal die Sprache wechseln kann. Und da ist der Viktor relativ sicher. Und auch für ihn war es ein ganz wichtiger Schritt und er wollte einfach nur in die Richtung. Kann er auch Österreichisch? Ja, wer kann das nicht? Reini Ramftel kann es auf jeden Fall. Beim Kaiserschmarrn. Denn das muss der Reini uns dann vorleben. Ne? Da bin ich mal, also der Reini ist ja, wie sagst du schön, eine Frohnatur. Ja. Ne? Das kommt ja automatisch. Dann heißt ja auch rheinische Frohnatur. Ne? Der war schwach. Oh, nee, der ist gut. Ich sag, so können wir immer arbeiten. Nein, aber das ist zum Beispiel auch der Reini, der geht vorweg, ne? der strahlt das einfach aus. Ich glaube, das ist das Schöne, also beim Reini kannst du nicht depressiv werden, ne? Das ist mal Fakt. Ja. Da geht er voran und auch da, ich meine, er hat international gespielt bei Linz, ist einfach auch eine Spielmaschine, weil er jedes Spiel auch mitgenommen hat. Und das hat uns einfach auch ein gutes Gefühl gegeben, auch so mit nach dem Anmoderieren und das Miteinander, dass der Reini auch nur zu uns wollte. Das hört sich immer doof an, aber es war ja tatsächlich so. Was für uns das Wichtige einfach ist, wer hier ist, der muss jetzt 100% sein. Nicht mal eben, nehme ich mal mit oder bin ich jetzt mal. Nee, das ist unsere Challenge, das ist unsere Aufgabe. Und da ist der Reini einfach wirklich, der wollte jetzt diesen Schritt bewusst machen. Und wie er dann auch schon die ersten Tage, wie er dann auch so die Trainer, auch wie er die ersten Tests gemacht hat, boah. Da waren schon gute Werte dabei. Hattest du eigentlich zwischenzeitlich irgendwann mal Befürchtungen, dass du aufgrund unseres Abstiegs bei dem einen oder anderen Spieler ja vor eine Wand laufen könntest? Und weil die sagen, ja komm, aber jetzt Schalke, guckt euch mal eure letzte Saison an, was da für eine Stimmung geherrscht hat, etc. pp. Nee, muss ich sagen, das war ein ganz, ganz, ganz interessantes Thema, weil natürlich auch klar, letzte Saison war nicht positiv, es gab viele, viele auch negative Berichte und auch negative
Dinge, die passiert sind. Auf der anderen Seite einfach mal zu hören, ob der bewusst auch was anspricht. Wie ist denn das da überhaupt? Oder kommt das immer so vor? Nein, das war nie ein Thema. Es war immer dieses Thema Schalke und Schalke wieder einfach zu Werten zu führen, die der Verein auch braucht. Und das war, glaube ich, das Schöne, dass es überhaupt nicht ein Thema gab, von wegen, das Spiel war aber nicht gut oder da gab es mal irgendwie negative Folklore sozusagen, sondern einfach nur dieser Wunsch, starten zu lassen, dieser Wunsch, dass die Fans zurück in die Arena kommen. Und dann, glaube ich, wenn du das Bild malst, hast du zumindest schon mal, ohne jetzt Budget anzusprechen, dass du eine Geschichte erzählt. Und dann packst du den Jungen und sagst ganz ehrlich, guck dir das Bild mal an. Die Bude ist voll, Arena, am besten noch der Dach zu, ist egal, Hauptsache die Stimmung, und da war schon Gänsehaut. Und da haben wir auch als Verein einfach auch die Situation genutzt, was dieser Verein eigentlich alles hat. Wir haben dann auch ein Video zusammengeschnitten, einfach in 3 Minuten 53, um den Neuzugängen einfach mal zu zeigen, was bedeutet Schalke, wenn man das so kann überhaupt in 3:53, aber einfach diesen kurzen Flash. Und wenn man Fußballer ist, ja, dann hat man Gänsehaut. Das muss ich sagen. Jetzt habe ich es gerade auch. Und das ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Ne? Dass einfach die Jungs, wenn sie danach nicht anspringen, ja gut, dann kannst du die Tür zumachen, dann brauchst du nicht mehr über das Budget reden. Ja. Das meine ich halt. Und das, da kam überall direkt nicht nur ein Daumen hoch, sondern echt auch ein Satz, ne? Von wegen so echt sensationell. Ja, ich fand auch beeindruckend, wir haben ja die Vertragsunterzeichnungen, die endgültigen, hast du ja immer in der Arena gemacht und danach sind wir meistens durch irgendeine Loge in die Arena reingegangen. Und kein Spieler, der reingekommen ist, hat nicht mit einem Boah ja. reagiert, obwohl das Stadion leer ist. Zeigt die Verantwortung. Dass, ich glaube, wenn du live drin stehst, dann kommt, das sage ich ja, die schon hier sind, die vielleicht sagen die nicht, was ist normal, aber die kennen ja die Arena. Aber der Neu, ne, so, und derjenige von außen sagt erstmal nichts, weil er sich gerade vorstellt, oh, warte mal, jetzt spiele ich auf der rechten Seite. Da spiele ich lieber schon, da gehen die Ränge aber hoch. Und dann musst du dir noch vorstellen, dass dann die Sitzplätze wegkommen und dass die Steher da hinkommen und die richtige unsere Fankurve. Und dann musst du nicht mehr viel reden. Das sag ich ja. Wenn das nicht juckt, dann bist du auch kein richtiger Fußballer. Ich sehe das Glänzen in deinen Augen. Du kannst es auch selber kaum erwarten, oder? Ich kann selber kaum erwarten. Ich habe ja auch den Jungs auch gesagt. Ich bin ja selber jetzt neu. Ne? Ich bin selber neu und ich war von Anfang an so angefixt auch, ne? Zu sagen, ich will hier was schaffen, ich möchte hier anpacken, ich möchte mit euch ein Teil von was Besserem sein. Und dann einfach der Strich ist drunter, es geht nach vorne. Positivität. Einfach Bock zu haben, Spiele zu gewinnen, Bock zu haben, gute Leistungen zu zeigen und selbst in der Niederlage das Gefühl zu haben, alles gegeben. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was wir uns vornehmen müssen. Und dann, wie gesagt, egal wer welche Perspektive im Verein auch hat, der hat eine ganz große Verantwortung, dass es positiv nach vorne geht. Einen Spieler haben wir noch nicht von unseren Neuzugängen angesprochen, Marcin Kaminski. Ja, ebenfalls eine Latte. Ne? Der ist ja auch richtig groß, Herr Marcin. Und einfach auch da ist ein Spieler, der weiß, wie Aufstieg geht. Er weiß, was ein Standort wie im VfB Stuttgart auch ist, wo Druck herrscht, wo Erwartungen sind. Und der Marcin ist das. Der guckt einen an und dann weißt du, das ist ein Profi. Das ist ein Profi, der weiß, was es bedeutet, zu trainieren, sich gut vorzubereiten, Dinge vorzuleben. Und auch da war das ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich auch noch die linke, ich sage immer schon, die linke Pfote. Ne, das ist ja dann auch mal wichtig. Ne? Nein, ist einfach einer, der das unbedingt auch machen wollte, ne? diesen Traditionsverein anzuschieben. Du hast vorhin schon gesagt, wir wissen alle, ich sag mal, zu viel Geld ist nicht in unserer Kasse. Nee. Du musst da noch ein bisschen Platz schaffen. Wir haben den Vertrag mit Sebastian Rudi aufgelöst. Suat Serda ist gegangen. Ja. Das interessiert die Fans natürlich auch. Was wird sich auf der Seite noch tun im Kader? Wir hoffen, dass wir in dieser Woche noch einen Abschluss hinbekommen, also weg vom Verein, dass wir da weiter Spielraum auch bekommen und einfach uns auch wirtschaftlich entlasten. Ich glaube, das muss allen nochmal klar sein. Wir predigen Demut und Bodenständigkeit und nicht, um uns kleiner zu machen. Wir wissen schon, was es bedeutet, Schalke zu sein. Auf der anderen Seite ist die Situation natürlich alles andere als positiv. Das muss man so annehmen und trotzdem, daran liegt ja die Aufgabe. Ne? Einfach kann jeder und das wollen wir anpacken. Wir sind fleißig dabei, wir haben sehr, sehr gute Gespräche und trotz allem ist natürlich in gewissen Transfers, wie beim Suat zum Beispiel, wo dann Ablöse fließen soll, dann ist es natürlich nicht so ganz so einfach, weil natürlich hier der aufnehmende Verein natürlich auch nicht mal eben sagt, ach komm, dann geben wir euch mal ein paar Millionchen mehr, weil ihr seid der FC Schalke. Da geht es ja mehr in die
andere Richtung in der Kommunikation. Und das ist natürlich, was ich gesagt habe. Wir werden uns teuer verkaufen. Das ist bestmöglich. Dann ist es ja klar, es ist unser Kapital. Es ist auch unsere Aufgabe, das zurückzuführen. Und da sind wir natürlich auch dabei, dass wir zum einen Kapital zurückführen und zum anderen aber auch Kaderplätze freischaffen. Denn eins ist klar, wir haben noch Ideen, auch für unser neues Kapitel. Und ja, da sind wir fleißig dabei, einfach auch kreativ zu sein und die Mannschaft weiter zu verstärken. Aber es ist klar, dass der Hauptaugenmerk jetzt aktuell auch ein bisschen auf der Abgabeseite steht. Aber wo eine Abgabe kann ja auch wieder ein Zugang sein. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Hier sitzt irgendwo in, sagen wir mal, um es weit zu fassen, Europa, ein Spieler zu Hause, trommelt mit den Fingern auf den Tisch und wartet. Hoffentlich kriegt der Rufen bald mal den XY los, damit da Platz für mich ist. Es ist tatsächlich schon so, dass man natürlich gewisse Grenzen im Kader auch hat. Und es ist ganz klar, dass man eine gewisse Dinge anmoderieren muss. Denn es ist ja klar, du kannst ja nicht immer warten bis zum Schluss. Und dann rufst du an und sagst, hast du auch Zeit? Dann sagt er schon, du, ich habe vor 3 Wochen schon mit einem anderen Verein gesprochen. Da komme ich jetzt nicht mehr raus. Das musst du schon parallel machen. Und es ist tatsächlich schon so, dass ja, gewisse Dinge schon anmoderiert sind. Aber da ist es wichtig, eine klare und transparente Kommunikation. Denn man muss schon mit auf den Karten auch spielen. Und wenn es sich nicht ergibt, dann ergibt es sich nicht. Weil wir wollen keine unvernünftigen Dinge machen. Das haben wir uns ganz klar auferlegt, dass wir die Wirtschaftlichkeit ganz klar beachten. Aber bis jetzt haben wir das, glaube ich, in der Gesamtheit ganz gut hinbekommen. Das ist tatsächlich so, dass der eine oder andere, glaube ich, jetzt schon hofft, dass vielleicht nochmal auf der Seite was geht, weil dann geht die Tür beim Schalke auf. Wie ist das für dich persönlich? Für dich ist es ja auch ein Neuanfang hier auf Schalke, hast du jetzt mehr als einmal auch gerade schon erwähnt. Wie ist das für dich? Merkst du auch für dich, dass da irgendwie nochmal in dir, ich sag mal, ein Türchen aufgegangen ist, was vorher noch nicht da gewesen ist, wo du sagst so, oh, da kommt jetzt nochmal neue Energie raus? Für mich persönlich? Ja. Total. Ich sag ja, wenn man Fußballer ist, ist man Fußballer. Das war ich schon immer aus Leidenschaft. Egal wie gut man ist, ob jetzt das Talent gut war oder ob mehr über den Willen gekommen ist. Aber ich sage, wenn man jetzt das ganze Areal hier sieht, das Berger Feld. Also ich sage nochmal, wer Fußballer ist, der will doch einfach trainieren, der will sich doch vorbereiten. Dann die Arena im Hintergrund. Ich sage ganz ehrlich, mehr Ziele kannst du gar nicht haben, um einfach hier erfolgreich zu sein. Weil ich einfach glaube, dass die Menschen bei allem, was sie jetzt erlebt haben, trotz allem den Verein so im Herzen haben, dass sie sich freuen über Kleinigkeiten der Besserung. Und ich glaube, das ist echt unsere Aufgabe. Das gibt mir so viel Energie. Zusammen natürlich im Team. Immer, ne? Es gibt ja keine One-Man-Show, hat Peter Knebel auch wunderschön gesagt. Wir haben so viele tolle Mitarbeiter, die alle hier einen tollen Job machen und einfach abseits des Platzes alles dafür versuchen hinzubekommen, dass es nach vorne geht. Und das, wie gesagt, man ist ja nicht alleine. Und das ist manchmal immer schade, weil natürlich gewisse Köpfe dann immer da sind. Und deswegen, wir sind ein gutes Team. Ich bin super aufgenommen worden auf der Geschäftsstelle. Die Gespräche, die zeugen davon, dass der Verein am richtigen Platz ist. Und nee, das ist meine Energie. Ja, war immer schon Kind der Geschäftsstelle und jetzt wird es ein bisschen verlagert von Richtung Profi-Leistungszentrum. Aber der Weg ist ja nicht ganz so weit. Und ich kann dir sagen, wir haben ja das erste Video bei uns hier auf dieser Plattform YouTube auch veröffentlicht. Und ich war angenehm überrascht, wenn man die Kommentare unten drunter gelesen hat, im Vergleich zur vergangenen Saison, auch die Fans. Man merkt, sie sind heiß. Das ist halt Schalke. Ne? So sieht es aus. Und das ist ja die Chance. Ne? Das Leben geht ja weiter. Und das ist das Schöne einfach, dass irgendwann immer auch mal ein Neustart wieder steht. Bei allem, was schlecht gelaufen ist, bei allem, was nicht gut gelaufen ist, der Strich kommt irgendwann drunter und das ist wirklich Schalke. Das Lachen ist zurück. So. Und ich glaube, das ist das schönste Auszeichnen, wenn ein Schalke-Fan wieder lacht und positiv spricht, vielleicht über die Mannschaft, über die Entwicklung. Da wird es ihm auch mal wieder Grießcreme ins Gesicht geben. Das ist ja Fußball. Aber jetzt einfach der Start und jetzt die Vorbereitung mitnehmen. Und ich glaube, dann gibt's wieder richtig Bock. Rufen, ich danke dir soweit. Du wirst jetzt sicherlich auch ein bisschen da unten zugucken und schauen, wie deine Neuerwerbungen sich machen und dein neuer Kader sich macht. Ich wünsche dir und natürlich uns allen eine erfolgreiche Vorbereitung und ich denke, wir werden nicht das letzte Mal vor dem Saisonauftakt gesprochen haben. Alles Gute und viele liebe Grüße an die Fans, die jetzt zugeschaut haben und lass uns gemeinsam in die richtige Richtung gehen. Danke dir. Danke. Richtige Füße. So, ich musste gerade noch einmal Ruben persönlich Tschüss sagen. Ja, viele Informationen von unserem neuen Direktor Sport. Ich denke, er hat gute Einschätzungen zu unseren einzelnen Neuzugängen und unseren Spielern gegeben.
denke, dass wir alle ein wenig Vorfreude verspüren auf diese neue Saison. Und wie die dann vielleicht aus Fansicht aussehen wird, das können wir jetzt gleich direkt weiterklären. Denn hier gibt sich ein Gesprächspartner prominenter Art mit dem anderen die Klinke in die Hand. Bei mir ist Mitja Müller von Team Fanbelange. Hi Mitja. Glück auf, hi. Wie schön ist es für dich, ich sag mal in Anführungsstrichen, endlich wieder was zu tun zu haben, weil die Fans dabei sein dürfen? Ja, ist super. Also einfach, wenn man hier ins Weite rund guckt und endlich wieder Zuschauer dabei haben kann, auch wenn es immer noch ein bisschen gedeckelt ist, aber macht einfach Spaß. Mhm. Also ist schön. Wie aufwendig war das hier, diese Konzepte umzusetzen, sodass wir die Fans mit dazu nehmen können? Wir haben ja glücklicherweise im letzten Jahr schon mal Spiele auch hier gehabt von der U23, aber auch die Testspiele in der Vorbereitung. Daher ist das Konzept so ein bisschen gelernt gewesen. Da braucht man uns jetzt großartig nicht umstellen. Und deswegen hat es gut geklappt auch heute. Mhm. Zunächst war ja geplant, dass wir auf einem Trainingsplatz weiter hinten trainieren. Genau. Das ist dann jetzt Gott sei Dank nicht der Fall. Der Platz ist hier rechtzeitig fertig geworden. Unten, da war ja noch ein U23-Spiel vor nicht allzu langer Zeit. Wie sieht es denn demnächst aus? Können wir schon sagen, ob wir auch zu weiteren Trainingseinheiten die Fans zulassen können? Oder wird das immer von Mal zu Mal abgestimmt? Da müssen wir ein bisschen gucken, auch mit der Lizenzabteilung zusammenarbeiten. Würden wir natürlich gerne mit anbieten und da gucken wir jetzt einfach, wie die Vorbereitung das jetzt zulässt. Das Trainingslager steht ja auch noch an, wo wir auch dran sind und hoffen, dass wir da Zuschauer mit an den Platz lassen können. Und wenn es alles passt, dann würden wir es gerne hier auch gerne nochmal machen. Ja, klar. Zum Trainingslager komme ich gleich noch. Zunächst steht aber, bevor wir nach Mittersil ins Trainingslager fahren, stehen ja Testspiele an. Die finden auch die ersten beiden gegen PSV Wesel-Lackhausen, Landesligist, am Mittwoch um 18 Uhr. Und dann gegen die Sportfreunde Hamburg 07 am Sonntag, 27.06. um 15 Uhr. Steht da schon fest, ob Fans und wie Fans zugelassen werden können? Ja, aktuell noch nicht, aber ich denke, dass wir da ein ähnliches Konzept fahren können wie hier. Und da müssen wir nochmal überlegen, mit dem Vorverkauf zu starten. Aber alle Infos folgen da in Kürze. Mhm, aber ihr seid dran und man muss festhalten, es ist in unserem Interesse, absolut, dass die Fans dabei sind. Also es ist nicht so, dass wir sagen, wir wollen sie eigentlich gar nicht und weg, sondern eigentlich wir wollen sie dabei haben. Absolut, also wir sind ja froh um jeden, der da ist und ich glaube die Mannschaft auch, die freut sich auch wieder vor Publikum spielen zu können. Man hat es gesehen, als sie auf den Platz gekommen sind. Genau, die Stimmung ist ja dann dementsprechend auch da und einfach auch ein schöner Start in die neue Saison. Ne? Vielleicht so ein bisschen den Aufbruch und vielleicht so ein bisschen jetzt das Vergangene vergangen lassen und Vergangenheit lassen und jetzt so ein bisschen in die neue Saison zu starten. Gerade war ja Ruven Schröder hier, mit ihm hatte ich drüber gesprochen. Ich habe einfach mal so zum Beispiel hier die Kommentare auch bei YouTube gelesen, aber auch auf unseren anderen sozialen Kanälen. Ich habe den Eindruck, dass diese Enttäuschung der vergangenen Saison natürlich noch nicht verflogen ist, aber dass unter den Fans jetzt auch so eine gewisse Aufbruchsstimmung herrscht. Den Eindruck haben wir auch. Also klar, das schwingt mit und man geht so ein bisschen vielleicht vorsichtig in die neue Saison, würde ich sagen. Aber man sieht es ja heute hier. Ne? Also dadurch, dass wir wieder eine schöne Kulisse haben, auch auf dem Donnerstagnachmittag. Klar, Wetter spielt ein bisschen mit, aber das Interesse ist da und ich glaube, dass auch dementsprechend die Aufbruchsstimmung da ist. Ja. Inwieweit, du hast es gerade schon mal kurz angedeutet, können wir die auch mit nach Mittersil nehmen? Wir wissen beide, wir waren beide schon oft genug in Mittersil. Für uns beide ist das sicherlich ein liebgewonnenes Ritual, weil man die Menschen dort in der Ferienregion Hohe Tauern auch, ja, ich will jetzt nicht sagen lieben gelernt hat, aber zu schätzen weiß. Ja. Wie sieht das denn in diesem Jahr im Trainingslager Mittersil aus? Zuletzt waren da ja immer Tausende von Schalkern mit dabei. Genau, wir hoffen auch dieses Jahr wieder auf zahlreiche Unterstützung. Das ist natürlich alles jetzt aufgrund der Situation ein bisschen anders als in der Vergangenheit. Wie viele genau vor Ort sein werden, können wir so jetzt erstmal noch nicht einschätzen, sind aber dran und versuchen, da auch wieder zumindest im Rahmen ein Programm auf die Beine zu stellen, dass man zumindest unter den aktuellen Bedingungen auch ein bisschen neben dem Platz was hat und vor allem auch die Trainingseinheiten begleiten kann. Ne? Und, einen Teil der Tribüne nutzen können für Zuschauer, also ähnlich wie hier mit Abstand und dass wir dann
da auch wieder von der Kleinkulisse zumindest starten können. Ich glaube, ab 1.7. ist zumindest so ein bisschen in Aussicht gestellt, könnte sich unter Umständen nochmal was ändern, dass ein bisschen mehr gelockert wird. Da muss man natürlich jetzt die Werte abwarten und gucken, wie weit wir da gehen können. Aber all das, was du erzählst, klingt nach sehr viel Flexibilität, geforderter Flexibilität und Spontanität bei dir und den anderen aus deinem Team. Genau, zum einen bei uns, aber auch bei den Zuschauern, bei den Fans, die mitfahren. Ne? Da müssen wir natürlich vor Ort ein bisschen gucken. Wir hatten es letztes Jahr beispielsweise in Lengenfeld ja auch, Entschuldigung, dass wir zu Beginn Zuschauer drin hatten. Dann hatten wir ja den Corona-Fall, da mussten wieder Leute oder durften keine Leute mehr rein. So flexibel müssen wir dann jetzt in Mittersil wahrscheinlich auch sein. Sind da aber guter Dinge, dass es klappt. Ich habe gerade eine Ansage bekommen, alle. Weil da auch die Werte aktuell mitspielen und da alles aktuell so aussieht, als wäre es möglich, und von dem Stand gehen wir jetzt erstmal aus. Es sind jetzt noch anderthalb Wochen, hoffen, dass sich da bis dahin nicht mehr zu viel in die andere Richtung bewegt, und dann sind wir da gute Dinge, dass wir das machen. Ja, ich glaube, unsere Anfang der Frage, falls sie drauf gewesen ist, wiederholen wir sie jetzt nochmal. Okay. Falls nicht, wissen die Leute aber, worüber wir gesprochen haben. Ich hatte gesagt, was grundsätzlich gilt, ihr könnt schon gerne nach Mittersil kommen, weil Österreich und alles Mögliche, wo man unterkommen kann. Wir versuchen alles Mögliche, um die Leute zum Training zuzulassen. Aber letztlich kann es auch sein, dass die Schalker nur als Familie unten auf dem Dorfplatz zusammen Kaffee trinken. Und trotzdem lohnt sich die Reise, weil die Ferienregion, du hast es gesagt, Hohe Tauern ist immer eine Reise wert. Also man kann da auch abseits des Platzes ganz viel erleben und einen schönen Urlaub verbringen. Und einfach mal wirklich da unten auf diesem schönen Marktplatz sitzen. Mhm. Einen Pilz genießen und wissen, der neben mir trägt auch das Schalker-Emblem auf der Brust. Da kann man sich auch, ich meine, das ist ja auch, wir haben es heute hier auch wieder gesehen, die Leute freuen sich ja auch aufeinander, ne? Also dass man abseits des Platzes sich auch connectet und dass man da auch mal wieder so ein bisschen zueinander findet. Und gerade in Mittersil ist das ja auch eine liebgewonnene Tradition, dass man sich da mit Freunden trifft, die vielleicht aus der ganzen Republik verteilt dann wieder nach unten fahren. Und das wird es auch dieses Jahr geben, glaube ich schon. Apropos fahren, diese kommende Saison, Zweitliga, wie es mit Zuschauern aussieht, da können wir noch weiter gar nichts zu sagen, weil diese Frage wird relativ häufig gestellt. Wie sieht es eigentlich aus? Können wir mit in die Stadien? Man sieht es jetzt, Europameisterschaft in München waren 14.500, aber Aussagen dazu? Eine genaue Info haben wir dazu jetzt bislang noch nicht. Also was Konkretes, was wir veröffentlichen können oder was wir sagen können. Ich glaube, die DFL sitzt da gerade dran an solchen Konzepten, um zu prüfen, um zu gucken, was möglich ist. Da würden wir uns natürlich auch drüber freuen, wenn das auch bei den Ligaspielen dann genauso möglich ist, ja. Mhm. Es wäre definitiv so, wenn wir mitfahren könnten, müsste der ein oder andere für sein Fahrzeug auf jeden Fall die Kilometerleistung seines Leasingvertrages nach oben schrauben, denn die Wege in der kommenden Saison sind lang, ne? Ja, wir haben auch mal drüber geguckt, also wir haben, ich glaube, 10 Spiele weiter als 450 Kilometer, das unterscheidet sich so ein bisschen. Ich habe es mal zusammengerechnet, also die längste Fahrt ist Regensburg mit 575 Kilometer, also Start hier am Gelände. Und wenn wir insgesamt hin und zurück alle Spiele machen würden, also alles Fahrer hin und zurück, das sind 13.136 Kilometer, die wir fahren müssen. Das ist eine stolze Summe, ja. Da, ja, und wir, genau wie du sagst, im Unterschied zur ersten Liga, wir haben ja kaum Westvereine in der zweiten Liga, also Paderborn haben wir, Düsseldorf. Und dann hört es auch schon fast wieder auf und dann, ich glaube, nichts unter 300 Kilometer gefühlt, und dann kommst du auf so eine Zahl. Ja, und in der Relegation haben alle Namen verkackt, ne? Osnabrück hat es nicht geschafft, die Klasse zu halten, und Köln hat es nicht geschafft, abzusteigen. Ja. Also von daher haben wir jetzt Ingolstadt und Kiel. In beide Richtungen eine gute Strecke. Ja, da werden wir sicherlich auf der einen oder anderen Autobahn noch viele Freunde finden. Ja, also gibt es von euch, eurer Seite, noch irgendetwas in Sachen Vorbereitung zu erwähnen, wichtige Termine oder Sonstiges? Du hast eigentlich alles angesprochen, die Testspiele, die jetzt in der kommenden Woche anstehen. Dann kommt das Trainingslager, wir haben noch ein Testspiel dann vor der neuen Saison, am 16.07. glaube ich, hier gegen Vitesse Arnheim. Das sind jetzt erstmal so die Eckdaten, an denen wir uns auch so ein bisschen orientieren. Und versuchen dann, bis dahin alles klar zu haben und dass wir auch weiterhin Zuschauer begrüßen dürfen.
Und eins ist klar, die meisten wollen natürlich, für die geht es dann letztlich um die Ligaspiele, machen wir uns nichts vor. Das ist ja auch eigentlich von den Gegnern her eine verdammt attraktive Liga. Also ja, ich spiele lieber gegen Hamburg als gegen Greuther Fürth. Also da gebe ich dir recht. Und sind ja ganz viele neue Stadien dabei, für den einen oder anderen vielleicht auch attraktiv, nicht zum 15. Mal nach München zu fahren, auch wenn wir es wirklich gerne wollen würden. Aber unter dem Aspekt ist es vielleicht für den einen oder anderen sogar auch schon mal eine schöne Fahrt nach Regensburg. Genau, aber da wissen wir noch nichts Genaues, auch nicht, was sind dann immer die nächsten Fragen, wie sieht es denn aus mit Dauerkarten dann und wie sieht es aus mit Tageskarten? Wir alle, ihr habt sicherlich euch dazu schon Gedanken gemacht, Konzepte gemacht, aber solange wie da nicht spruchreif ist, solange wie wir da nicht wissen, wie viele Leute wir zulassen können und so weiter und so fort. Also ich glaube, bei den Dauerkarten ruht soweit erstmal, bis wirklich wieder volle Kapazität da ist, weil man es einfach dann auch nicht gerecht hinbekäme zu sagen, jetzt darf die eine Hälfte, dann darf die andere Hälfte und wer entscheidet für wen, wann er rein darf. Deswegen ist, glaube ich, unter der Prämisse, dass nur begrenzt reingelassen wird, wird mit einer Anfrage gearbeitet. Da werden begrenzt Tickets dann verlost. Und deswegen ruhen so lange auch alle Dauerkarten. Ich glaube, die werden aktuell bearbeitet. Also Umsetzer und diese ganzen Geschichten werden schon bearbeitet. Aber da sagen die Kollegen, wir warten, bis wirklich der Tag kommt, wo wir wirklich alle wieder reinlassen dürfen. Und dann wird erst gebucht, dann werden neue Verträge verschickt und erst dann können wir alles wieder so laufen lassen wie in der Vergangenheit. Wichtig ist halt, dass ihr da draußen wisst, wir arbeiten hier hinter den Kulissen. Und auch wenn ihr nichts lest, seid euch sicher, wir kümmern uns drum. Ja, jetzt nimmt es wieder Fahrt auf. Hoffentlich. Wollen wir es hoffen. Genau. Mietje, ich danke dir. Wir sehen uns sicherlich auch noch das ein oder andere Mal in dieser Vorbereitung. Und am 25.06. nächste Woche Freitag soll der Spielplan bekannt gegeben werden. Dann sind wir mal gespannt. Mich würde ja nicht wundern, wenn wir das Auftaktspiel bekommen würden. Ich glaube, von der Attraktivität fürs Fernsehen ist unser Verein da, glaube ich, zumindest nicht ganz so schlecht gestellt. Und vielleicht das noch ganz am Rande, auch gute Nachrichten für euch. Das 20:30-Spiel samstagsabends gibt es live im Free-TV. Genau, das ist der Slot, der sonst montagsabends lief, glaube ich, bei den Kollegen von Sport1. Läuft jetzt auch bei Sport1? Genau, läuft weiterhin bei Sport1 und die sind dann 20:30 auf den Samstagabend. Und ich kann mir vorstellen, dass wir da das ein oder andere Mal gesetzt werden. Könnte ich mir auch vorstellen. Mietje, ich danke dir. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg in der Organisation von Trainings etc. pp. Wenn die Fans Informationen haben wollen, können sie sicherlich nicht nur auf schalke04.de, sondern euch auch bei Fanbelange direkt. Die sozialen Netzwerke nutzen. Wir sind auf Facebook, Instagram, Twitter vertreten. Gerne reinklicken, da gibt es alle Infos. Super, danke dir, Mietje. Ja, danke auch. Bis dann. Bis dann. Jo, währenddessen habt ihr hier unten das erste Trainingsspiel der Saison verfolgt. Ehrlich gesagt, ich habe mich mit Mietje unterhalten, ich habe nicht so zugeguckt. Aber ihr werdet sicherlich das Ganze verfolgt haben. Jetzt ist gerade Trinkpause. Ich denke, wir haben euch einige Informationen gegeben rund um diesen Trainingsstart zur Vorbereitung zur neuen Mannschaft, gerade mit Rufen Schröder. Wir übertragen das Training jetzt natürlich weiter live. Ich melde mich an dieser Stelle aber ab. Schaut noch ein bisschen weiter zu, guckt noch ein bisschen Fußball. Wir hören und sehen uns dann spätestens am kommenden Mittwoch um 18 Uhr wieder hier bei YouTube Live, wenn wir das Spiel, Testspiel gegen PSV Wesel Lackhausen übertragen werden. Ein Partner der Knappenschmiede, ein Landesligist. Und dann sehen wir die Mannschaft auch zum ersten Mal wieder im Trikot. Schön, dass ihr bislang zugeschaut habt. Bleibt weiter dran. Bis denn. Ciao.
Vielleicht auch das Einzige.
fertig, ne? Wo ist Mikro? So. Aber das Problem ist, hier gibt es keinen Eingang auf der Seite. Hier, für den Chef, Junge. Ja, aber da muss ich hin. Nur so aus. Dankeschön! Hallo. Ja. Die Kühler alle rüber. Die Kühler, Hand.